Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Mountain. Hier geht's. Haha. Musst du doch irgendwo gehen. Wir hatten es doch auch schon mal getestet, aber ich wusste schon wieder nicht mehr. Gut, so, dann pflanzen wir mal. Pflanzen, ja. Wir pflanzen Treppen da hinten hin. Und dann gucken wir mal da weiter. Ich könnte mal was essen. Oder auch nicht. Doch, da muss ja was sein. So. Pop. Mal sehen, ob das hinhaut hier mit den dunklen. Habe ich jetzt Dschungelholz eingepackt? Ja, falls es nicht packt. Falls mir das nicht gefällt mit den ganz dunklen Treppen. Könnte mir nämlich vorstellen, dass die dunklen zu dunkel sind. Allerdings die Dschungelholz, die sind so ein bisschen rötlich. Weiß ich auch nicht so recht. Und die werden ja richtig rot. Nö, das geht, ne? Ist in Ordnung. Ja, finde ich nicht schlecht. Mal erstmal gucken, wie das da hinten aussieht. Wir müssen ja auch noch Anbindung ans Dorf kriegen. Hey, die Kühe haben sich schon ein bisschen verteilt, finde ich gut. Es ist da noch Gras drunter und da nicht mehr. Ist natürlich auch nicht schlecht. So. Wow. Hat sogar ganz aus Versehen gereicht. Ja, dann kommt man hier hoch. Schön. Finde ich gut. Und sieht auch in Ordnung aus. Nur dieser komische Baum hier, das ist, weiß ich nicht. Also mal abgesehen davon, dass hier ja dieser Dirtblock ist, der mir den hier fällt, das wisst ihr ja. So ein schiefer Baum, obwohl der hat auch was irgendwie, ne? Hat ja schon was. Den lassen? Und hier einfach nur so machen. Dann wird das da zwar zum Dirtblock. Und da wird auch Dirt bleiben. Aber können wir ja mal gucken. So. Können wir ja mal gucken. So, dann haben wir das. So, hier müssten wir auch noch dicht machen. Da unten war noch Gravel. Oder? Den sollten wir allerdings alle, scheiße, allerdings noch holen, weil wir brauchen auf jeden Fall noch jede Menge Gravel. War das hier? Ne, hier war das gar nicht. Hoch. Ach, da hatte ich nur eine Lage hingemacht. Ne, da fühle ich mich aber so ein bisschen unwohl, wenn da nur eine Lage drunter ist. Komm, da machen wir. Ist ja nicht so, als hätten wir keinen Dirt. Alter. Da dran. Da dran. Da, da, ja. Arm zu kurz. Ja, das wird nicht klappen. Das klappt noch nicht mal mehr hier. So ein Scheißendreck. Komm, machen wir da mal ein Fackelchen hin. Dass wir hier nicht ganz so extrem viel Spawning haben. So. Da ist sogar noch Kohle. Hier auch noch ein Fackelchen. Sollen wir die Kohle mal mitnehmen? Komm, die Kohle nehmen wir auch noch raus. Zack. Ich wollte noch irgendwas. Ach so. Ich bin mittlerweile so ein, zwei, dreimal gefragt worden, ob ich das, diese Mountain Mods hier, das als Modpack rausbringe. Grundsätzlich war das nicht geplant. Schon alleine, weil, wenn
wer Mission Alternate kannte und weiß, was da mit Modpack war. Ne, das war ja so mehr oder weniger geplant, nur da hatte ich ja die Rechte nicht. Und stattdessen habe ich ja dann die Konfigurationsfiles zum Download angeboten und eine Liste, welche Mods denn integriert sind. Ja, war natürlich nicht ideal, aber anders war es ja nicht möglich. Ne? Weil keine Erlaubnis. Hoch? Wo sind wir denn? Ach, hier. Ja, und ich habe mich hier auch noch nicht drum gekümmert, mal zu gucken. Ich glaube, oh, das Eisen. Ich glaube, ich habe hier in erster Linie Mods drin, die ich sogar verwenden dürfte, ohne mir eine spezielle Erlaubnis zu holen. Das weiß ich aber nicht hundertprozentig. Ich glaube schon, ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Müsste ich mal nachprüfen. Weiß nicht, wann ich dazu komme. Aber kann ich gerne mal machen. Und wenn sich dann rausstellen sollte, dass ich es darf, weil es halt allgemeine Erlaubnisse gibt. Wie gesagt, ich werde das genau wie ich bei Mission Alternate hatte. Ich werde mir nicht die Mühe machen, da alle möglichen Mod-Autoren anzuschreiben. Wobei es bei Mission Alternate ja schon an der Portal-Mod gescheitert ist, weil der Autor ganz klar sagt, Portal-Mod, nö, darfst du nicht, egal wer. Es sei denn, du machst ein Vize-Beast-Pack. Dann darfst du. Daran war es ja da hauptsächlich schon gescheitert. Und die ist ja hier auf keinen Fall drin. Ne? Von daher könnte ich mal gucken. Kann ja auch mal der ein oder andere noch was zu sagen, ob er da Interesse zu hätte. Dass er das Paket, wie ich es jetzt hier spiele, sich auch installieren kann, runterladen kann. Mit der Konfiguration, wie ich sie habe. Weil sich das so installieren, das könnte ja sowieso schon jeder. Denn die Liste gibt es ja auch auf meinem Blog. So, holen wir mal den Gravel hier noch raus. Aber unabhängig davon, ob er da was zu sagt oder nicht, ich glaube, ich werde das mal gucken. Und dann wird, falls ich es darf, werde ich das mal zusammenstellen und dann kann man es runterladen, falls ich es darf. Also das ist kein Versprechen. Dennoch könnt ihr ja mal dazu schreiben, ob ihr da Interesse zu hättet. Und wenn es so ist, dann werde ich auch eine Anleitung dazu machen. Weiß ich nicht, vielleicht sogar als Videoform. Warum nehme ich nicht den Excavator? Wie man es installiert. Da kann ich nämlich dann Multi-MC empfehlen. Das wäre dann richtig popelig super einfach. Multi-MC sagst du nur, ich möchte Minecraft spielen und ich möchte das mit dem Modpack vom Amiga lang spielen, Download-Adresse sowieso und dann lädt er da drunter und macht das. Oder man lädt es vorher runter und sagt ihm nur noch, hier mit dem Paket möchte ich das zocken. Das geht auch. Super popelig einfach. Kann ich jedem nur empfehlen. Komm ich da dran? Komm, kommst du rüber? Kommst du? Ja, ich glaube, er kam rüber. Tat zwar weh, aber er kam rüber. So, wartet. War jetzt nicht sonderlich viel, aber. Ja, ne? Tun wir hier noch ein paar Fackelchen hin, bevor wir hier zubauen. Weil das Loch kommt auch zu. Wie machen wir das denn? Hallo? Dein. Ja. Ja, komm, sauber muss das nicht unbedingt sein. Hopp. Alter. Gibt's es? Macht kein Dirt mehr? Okay. Ist ja nicht so, als hätten wir keinen, ne? So.
So, einfach mal wild hier reinballern. Wie gesagt, ich möchte das. Nur eine Lage möchte ich nicht. Ich möchte das aber auch natürlich nicht super dicht bis unten hin machen. So. Wird das schon wieder dunkel oder ist das jetzt einfach nur, weil wir hier so ein bisschen im Loch rumhängen? Das ist echt unglaublich, was die Zeit immer vergeht. So, aber das können wir ja wohl hoffentlich noch zumachen hier. Sind wir hier mal so ein bisschen produktiv, obwohl in letzter Zeit waren wir eigentlich ziemlich produktiv. Also ich bin im Moment, bin ich mit dem Fortschritt relativ zufrieden. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde im Moment geht's. Na, ist schon wieder recht dunkel. Machen wir mal so. Das Loch möchte ich nämlich stopfen. Bam, 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 bam. Da rein. So. Ich glaube, noch weiter brauchen wir gar nicht stopfen. Ganz im Gegenteil, wir könnten hier. War das jetzt die richtige Richtung? Nö, da. Hier so weit weghauen. Dann kommt man dann nämlich zu dem Weg hin. Ob das jetzt so Sinn macht, ist wieder eine andere Geschichte. Keine Ahnung. Haben auch einen Seed dabei gekriegt. Wahnsinn, den können wir ins Feld heimern. Schön. Wir haben Glas in der Tasche, ne? Könnten wir im Dorf pennen gehen. Und dann hauen wir das Glas noch da rein. Verpasst. Oh, hier ist zu gewachsen. Yay. Zack, zack, zack. Damit wäre dann auch der Weg perfekt. So, du Junge, weg. Das war das Haus, wo die noch... Ach, da waren mehrere. Ja, hier war irgendwo... Nö. Nö, doch da. So. So. So, so. Bei dir noch? Hier sind doch schon wieder... Klingt doch schon wieder schwer nach Zombies da hinten. An dem Haus mit den ganzen Villagern drin. Bist du, Jeck? Hau bloß ab, da könnte der Hexe schon. Ihr seid da drin aber noch alle fit, ne? Hoffe ich doch. Und ich hoffe, dass ihr euch auch mittlerweile mal besinnt habt, hier euch noch woanders... Wir haben keine Gitter mitgenommen. Woanders niederzulassen. Das wäre echt epic. Auf dem Brunnen sollten wir vielleicht auch noch eine Fackel machen. Obwohl ich das so rein optisch ein bisschen dämlich finde, aber... Ja, je weniger hier spawnen kann, je weniger sind die Villager in Gefahr. Naja, okay. Gute Nacht und bis morgen.